So, herzlich willkommen. Also ich heiße alle herzlich willkommen im Namen des University of Future Festival Teams zu der Session Digitaler Begleitkurs und Portfolio als hochschuldidaktisches Innovationen in der LehrerInnenbildung. Gehalten wird diese Session von Dr. Melanie Weitz, Mechthild Wiesmann und Anja Tinnefeld. Und an die werde ich auch gleich übergeben. Okay, dann starte ich jetzt. Sind denn jetzt schon alle da? Ich kann das irgendwie... Ah ja, ich kann es hier sehen. Super. Dann teile ich einmal meinen Bildschirm. Kann man jetzt alles sehen? Super. Ja, dann begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem Talk Digitaler Begleitkurs und Portfolio als hochschuldidaktische Innovation in der LehrerInnenbildung, die wir am Zentrum für LehrerInnenbildung der Universität zu Köln entwickelt haben. Ich möchte Ihnen kurz vorstellen, wer wir sind und was wir heute geplant haben. Ich, Anja Tinnefeld, stelle Ihnen die Basics unseres Eignungs- und Orientierungspraktikums in einer Pecha-Kutscher-Präsentation vor. Maggie Wiesmann zeigt Ihnen live danach unseren dazu entwickelten digitalen Begleitkurs und Melanie Weitz geht genauer auf das Portfolio ein, ebenfalls in einer Live-Präsentation. Ich starte direkt mit der Pecha-Kutscher-Präsentation. Das sind 20 Folien mit Bildern, die jeweils 20 Sekunden lang gezeigt werden. Ja, herzlich willkommen in Köln für die nächsten 30 Minuten. Vielleicht fallen Ihnen zuerst der Kölner Dom und der Karneval ein, wenn Sie an Köln denken. Aber wussten Sie auch, dass die Stadt am Rhein jährlich viele Studierende aus Nordrhein-Westfalen, Deutschland und der Welt anlockt, die einmal Lehrerin oder Lehrer werden möchten? In Köln studieren ca. 15.000 Lehramtsstudierende an 4 Fakultäten der Universität zu Köln und an 2 weiteren kooperierenden Hochschulen. Sie werden für alle 5 Schulformen des Landes Nordrhein-Westfalen in über 1.000 möglichen Fächerkombinationen ausgebildet. So heterogen die Studierenden sowie ihre Ziele und Fächerkombinationen auch sind, die Gliederung des Lehramtsstudiums in das 6-semestrige Bachelorstudium, das 4-semestrige Masterstudium und den 18 Monate dauernden Vorbereitungsdienst, also das Referendariat, ist für alle Studierenden gleich. Einige Elemente müssen alle Studierenden durchlaufen, um später einmal an der Schule als Lehrer oder Lehrerin arbeiten zu können. Das sind die Praxiselemente, die Sie hier erkennen können. Diese Praktika werden innerhalb und außerhalb der Schule absolviert. Im Bachelor das Eignungs- und Orientierungspraktikum und das Berufsfeldpraktikum, im Master dann ein ganzes Praxissemester. Praxiselemente unterstützen den Professionalisierungsprozess und sollen den Studierenden einen zunehmenden Rollenwechsel ermöglichen. Von der Rolle der Schülerin, des Schülers hin zur Rolle der Lehrerin bzw. des Lehrers. Ich werde Ihnen jetzt das schulische EOP genauer vorstellen, das wir für das erste Studienjahr empfehlen. Die Studierenden verbringen 5 Wochen an einer Schule, die ihrer studierten Schulform entspricht. Dort sollen sie die vielfältigen Facetten des komplexen Berufsbildes bewusst wahrnehmen, um ihre eigene professionelle Entwicklung aufzubauen, am Ende aber auch reflektieren zu können, ob der Beruf Lehrerin tatsächlich für sie geeignet ist. Neben der Hospitation im Unterricht führen die Studierenden Gespräche mit ihren MentorInnen und mit SchülerInnen und sollen auch jenseits des Unterrichts viele Einblicke gewinnen. So können sie an Konferenzen, Pausenaufsichten, Ganztagsangeboten, AGs oder Gesprächen, beispielsweise mit Eltern, teilnehmen. Ein besonderes Highlight ist es für viele Studierende, zum ersten Mal als angehende Lehrkraft vor der Klasse zu stehen. Damit das Praktikum in all seinen Facetten gelingt, werden die Studierenden durch ein universitäres Seminar begleitet. Vor dem Praktikum, währenddessen und auch danach. Für diese Begleitung haben wir ein neues Seminarkonzept entwickelt und das im letzten Sommersemester in unseren ca. 40 Seminaren flächendeckend eingeführt. Hier können Sie sehen, dass es neben den klassischen Seminarsitzungen, rechts unten in der Ecke, die mit Dozierenden stattfinden, weitere Elemente gibt. Hier sei vor allem auf die Lernteamsitzung verwiesen. Um die Arbeit im multiprofessionellen Team und den Blick über den Tellerrand der eigenen Schulform hinaus zu stärken,
nehmen an unseren Seminaren Studierende aller Schulformen und aller Fächer teil, von der Grundschule über die weiterführende allgemeinbildende Schule bis hin zum Berufskolleg. Worum geht es eigentlich im Begleitseminar? In Anlehnung an die KMK-Standards werden 4 Schwerpunkte gesetzt. Den Studierenden soll bewusst werden, dass sie neben dem Unterrichten auch eine Erziehungsaufgabe in der Schule haben. Darüber hinaus sollen sie dafür sensibilisiert werden, verantwortungsbewusst zu beurteilen und zu beraten und sich auch an der Schulentwicklung zu beteiligen. Die hier genannten Themen erachten wir als besonders relevant für gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen im Bildungsbereich. Deshalb setzen sich die Studierenden in ihren Lernteams interessengeleitet mit einem Schwerpunktthema auseinander, sowohl theoretisch als auch praktisch. Mindestens 2-mal während des Semesters treffen sich die Lernteams ohne Dozierende, um ihr Wahlthema anhand von Materialien, Impulsen und Aufgaben zu erarbeiten. Das fördert den Austausch der Studierenden untereinander und das selbstorganisierte Lernen. Ein weiteres Element des Praktikums ist das forschende Lernen. Dabei entwickeln die Studierenden eine Beobachtungsfrage, die sie durch ihr Praktikum begleitet. Sie beobachten gezielt auch komplexe pädagogische Situationen und ordnen ihre Beobachtungen unter Bezug auf theoretische Konzepte ein und reflektieren sie. Wir haben mehrere digitale Lernmodule entwickelt, um die Studierenden dabei anzuleiten. Ein weiteres wichtiges Element ist die Förderung der Reflexionskompetenz. Die Studierenden reflektieren ihre Beobachtungen und Erfahrungen, indem sie sie für sich persönlich bewerten oder hinterfragen, ihre Überlegungen in größere Zusammenhänge stellen und sie auch mit wissenschaftlichen Theorien abgleichen. Wie kann das gelingen? Bei uns, indem die Studierenden ihre Reflexionen in einem Portfolio festhalten. Das Portfolio kann als Sammelmappe von Erfahrungen zur Dokumentation und Reflexion des eigenen Professionalisierungsprozesses verstanden werden und wird an der UZK digital als E-Portfolio geführt. Anhand unterschiedlichster visueller und textueller Reflexionsimpulse setzen sich die Studierenden mit ihrer Studien- und Berufswahlmotivation, mit den Kernaufgaben von LehrerInnen, mit ihrem Wahlthema und mit ihrer Beobachtungsfrage auseinander. Und zwar auch hier vor, während und nach dem Praktikum. Am Ende des Semesters schließen die Studierenden ihr Portfolio ab und schalten es auf unserer E-Learning-Plattform ILIAS für ihre Dozierenden frei. Dabei ist es wichtig, dass das Portfolio nicht benotet wird, um einen Raum für offene und ehrliche Reflexion zu schaffen. Die Studierenden erhalten aber ein Feedback von ihren Dozierenden zum Portfolio. Das Feedback ist auch insofern relevant, als dass die Studierenden ihr Portfolio während ihrer gesamten Ausbildung über die verschiedenen Praxisphasen hinweg führen und somit ihre Reflexionskompetenz sukzessive erweitern und vertiefen. Dadurch können sie sich auch ihre eigene Entwicklung zur Lehrkraft bewusst machen. Mit der letzten Folie dieser Pecha-Kutscher-Präsentation, die natürlich nicht in 20 Sekunden zu verstehen bzw. zu erklären ist, möchte ich zum zweiten Teil des heutigen Talks überleiten. Hier sehen Sie das Herzstück unseres digitalen Begleitkurses, den wir zu dem eben vorgestellten Konzept entwickelt haben. Und damit übergebe ich an meine Kollegin Maggie Wiesmann, die Ihnen den Begleitkurs nun live zeigen wird. Genau, vielen lieben Dank, liebe Anja, für die Basics. Der Begleitkurs, da werden Sie einige Bestandteile auch wieder erkennen, die Anja gerade schon beschrieben hat. Wir haben zu jeder Praxisphase einen Begleitkurs entwickelt, der die Studierenden anleiten soll, der aber auch den Dozierenden immer wiederkehrende, einen wiederkehrenden Aufbau, die Orientierung im Seminar vereinfacht. Das Herzstück, wie Anja es gerade so schön genannt hat, ist bei uns immer die sogenannte grafische Lernlandkarte, die hier abgebildet ist. Man sieht, das ist eine Navigationsmöglichkeit, womit man sich zwischen den einzelnen Inhalten navigieren kann. Diese Navigationsmöglichkeit findet sich farblich passend dazu auch im rechten Bereich wieder, sodass man 2 unterschiedliche Navigationsmöglichkeiten hat. Und ich mache jetzt mal die grafische Lernlandkarte einmal groß, damit Sie die auch ein bisschen besser erkennen können. Die grafische Lernlandkarte haben wir entwickelt und setzen Sie gerne ein, um Transparenz über alle Inhalte zu ermöglichen und Orientierung einmal in zeitlicher Hinblick
Hier erkennbar durch die Vorbereitungsphase, Praktikumsphase und Nachbereitungsphase. Aber auch personell bearbeite ich die Inhalte alleine, bearbeite ich sie im Lernteam, bearbeite ich sie im ganzen Seminar zu ermöglichen. Und andererseits zeigen die unterschiedlichen Puzzleteile, dass es auch unterschiedliche Aufgaben gibt. Es gibt zum Beispiel die Aufgabe des forschenden Lernens, wo die Beobachtungsaufgabe durchgeführt wird. Oder es gibt Portfolioaufgaben, die im Lehramtsstudium bei uns obligatorisch sind, die anhand der Symbole immer leicht erkennbar sind. Ich springe jetzt mal einmal direkt in die Seite der Informationen hinein und komme nach einer kurzen Ladephase, komme ich dann auf die Seite der Informationen. Ich könnte natürlich auch über die rechte Navigation dorthin gehen. Das ist jetzt eine Seite, die relativ lang ist und deshalb eine Inhaltsübersicht im oberen Bereich hat, die auch wieder klickbar ist. Ich klicke jetzt zum Beispiel einmal auf die Dokumente und Informationen. Dann sehe ich, dass ich Schnellzugriff habe auf die wichtigsten Formulare, die ich im Praktikum brauche. Ich habe auch eine Checkliste. Ich kann mir die hier anzeigen lassen. Ich kann sie mir runterladen. Ich kann sie dann ausfüllen, digital oder aber auch analog, wie man es gerne mag. Wir arbeiten ganz viel mit interaktiven Elementen, wie Sie wahrscheinlich hier schon erkennen werden. Ich stelle übrigens gleich den Link zu dem Online-Kurs in den Chat. Dann können Sie auch in Ruhe nachher sich den Online-Kurs angucken, wenn Sie daran Interesse haben, weil wir immer mit OER-Material arbeiten, das also frei verfügbar ist. Dann springe ich noch einmal in die Wahlthemen hinein, die Anja gerade auch schon beschrieben hat. Wir haben Expertinnen bei uns im Haus gebildet, die zu den derzeit aktuellen Themen für zukunftsfähige Bildung Inhalte aufbereitet haben. Die werden permanent natürlich aktualisiert und auch erweitert um andere Themen. Die Lehramtsstudierenden suchen sich in der ersten Seminarsitzung ein Wahlthema aus. Das machen sie anhand einer Kurzbeschreibung und einem Teaser-Video, die man sich hier auch anschauen kann, und können dann hierüber direkt ins Wahlthema springen. Die Wahlthemen sind vom Aufbau her ähnlich strukturiert. Auch erkennbar ist hier wieder die Inhaltsübersicht. Man kann in die einzelnen Phasen springen, bekommt dann eine Übersicht über die Pflichtaufgaben, die man zu bearbeiten hat und ob man sie ins Portfolio oder im Lernteam bearbeitet. Bekommt dann Inhalte in unterschiedlichsten Formaten mitgeteilt, Podcasts, Videos, ganz unterschiedliche Art und Weise. Und es gibt wieder die Icons, die einen durch dieses Wahlthema begleiten. Entweder Reflexionsaufgaben, die gestellt werden, um die Lernenden nicht im digitalen Raum zu verlieren, sondern trotzdem noch an die Hand nehmen zu können. Und es gibt die Portfolioaufgaben und die Lernteamaufgaben, die anhand der Symbole immer klar erkennbar sind. Im Bereich des forschenden Lernens haben wir einen Schwerpunkt gelegt in jeder Phase. Im EOP ist das die Beobachtung und wir haben dafür zum einen Lernvideos mit einem kurzen Überblick und aber auch 5 Lernmodule entwickelt, die eine Beispielstudentin als Grundlage nehmen, die genau die gleichen Aufgaben erfüllen darf wie die Lernstudierenden und sie dabei dann bestmöglich unterstützt. Parallel dazu haben wir einen Forschungskreis, der auch in jeder Praxisphase durchlaufen wird und anhand dessen man dann eine beliebige Forschungsmethode, wie hier die Beobachtung, dann genauer kennenlernt. Bevor ich gleich zu Melanie überleite, die das Portfolio näher bringt, noch einen kurzen Satz zu den letzten 3 Punkten hier, die als kleine Menüpunkte daherkommen, aber hinter denen sich mehr verbirgt. Das eine ist das Glossar mit den wichtigsten Begriffen. Das zweite ist der Dozierendenbereich, der ein passwortgeschützter Bereich ist für die Dozierenden in den Seminaren und der unterschiedlichste Vorlagen bereitstellt, E-Mail-Vorlagen, Bewertungsvorlagen fürs Portfolio oder aber auch Präsentationsvorlagen für die einzelnen Seminarsitzungen. Also noch ein großes Untermenü auch beinhaltet. Und es gibt den Bereich für Schulen, weil es gibt natürlich auch Mentorinnen an den Schulen, die die Lehramtsstudierenden im Praktikum begleiten. Und damit die einen kleinen und kurzen Überblick über
die Seminarinhalte außerhalb der Schulen erhalten, haben wir hier auch schon einen Bereich für die Schulen entwickelt. Und damit übergebe ich an die Melanie mit den Inhalten zum Portfolio. Ja, vielen Dank, Mechthild. Ja, ich freue mich, dass ich Ihnen jetzt unser Portfolio für den EOP-Begleitkurs vorstellen darf. Und wie Sie wahrscheinlich eben schon gesehen haben, in jedem Bereich hier in der Navigationsleiste sehen Sie einen Unterpunkt Portfolio. Und wie diese Unterpunkte aussehen, das demonstriere ich jetzt an der Vorbereitungsphase. Die Unterpunkte in den anderen beiden Phasen sind identisch aufgebaut. Zunächst einmal bekommt der Studierende eine Übersicht darüber, was ihn erwartet, welche Aufgaben er in dieser Phase für das Portfolio bearbeiten muss. Gefolgt von einer Inhaltsübersicht, die ist auch wieder analog aufgebaut zu dem, was Maggie uns gerade gezeigt hat. Auch die ist klickbar und hier ist auch schon ersichtlich, dass in dieser Phase 4 Aufgaben zu bearbeiten sind. Danach folgt ein erklärender Bereich. Zunächst einmal gibt es FAQs. Beispielsweise, was ist mit Reflexion gemeint, eingebettet in Akkordeons und hier kann man dann draufklicken und die Antwort öffnet sich. Dann haben wir auch noch Screencasts hinzugefügt. Das sind erklärende Videos, wie die Portfolioarbeit bei uns im EOP abläuft oder wie auch so ein E-Portfolio in ILIAS geführt werden kann. Wir bei der Universität zu Köln arbeiten mit ILIAS als Learning Management System. Und danach folgt auch schon eine Art Bedienungsanleitung eben dieser Portfolioaufgaben, die ich Ihnen auch gleich genauer demonstrieren werde. Wir haben H5P eingesetzt für die Portfolioaufgaben, weil wir einen Export zwischen verschiedenen Learning Management Systemen gerne gewährleisten möchten. Und das bietet eben H5P. Nehmen wir an, ein Studierender fängt an mit seinem Studium an der Universität zu Köln. Er arbeitet mit ILIAS und dann wechselt er zu einer anderen Universität, die Moodle einsetzt und dadurch, dass wir planen, später die H5P-Elemente in ILIAS bereitzustellen und in Moodle, kann eben dadurch ein Export gewährleistet werden, weil eben beide Learning Management Systeme diese Schnittstelle bereitstellen. Hier sehen Sie diese Anleitung, ein Screenshot, der farblich markiert ist. Und in diesem Screenshot, durch diese farbliche Markierung, weiß der Studierende direkt, welche Navigationselemente für ihn denn überhaupt relevant sind. Wir haben uns hauptsächlich auf die Inhaltstypen Interactive Book, Documentation Tool und dann auch noch die Interactive Presentation konzentriert. Warum? Das werden Sie gleich sehen. Ja, und dann geht es auch schon zu den Aufgaben. Jede Aufgabe ist auch wieder gleich aufgebaut. Zunächst einmal gibt es so einen erklärenden Text, was in der Aufgabe zu bewältigen ist, gefolgt von einem Aufklappmenü mit den Zielen, also welche Kompetenzen erreicht denn der Studierende, nachdem er diese Aufgabe dann erfüllt hat. Und dann gibt es den konkreten Arbeitsauftrag. In diesem Akkordeon finden wir dann nachher das H5P-Element und zu guter Letzt, jede Aufgabe umfasst auch noch weiterführende Hinweise. Ich scroll mal runter und Sie sehen, es ist überall gleich aufgebaut für jede Aufgabe. Und hier wird auch deutlich, wie schön diese Icons als Eyecatcher fungieren. Man weiß genau, aha, bei diesem Text handelt es sich um den Arbeitsauftrag, hier um das Ziel. Ich gehe noch einmal hoch zu Aufgabe 2. Und wenn ich auf das Akkordeon klicke, öffnet sich auch das H5P-Element. Bei diesem H5P-Element handelt es sich um das Interactive Book. Ich kann eine Navigation öffnen, ein Inhaltsverzeichnis. Und wir haben das Interactive Book gewählt, weil dieser Inhaltstyp tatsächlich am ehesten die Idee des Portfolios repräsentiert. Ein Portfolio ist ja eine Sammelmappe. Und das Interactive Book kann eben durch seine Unterkapitel solch eine Sammelmappe am besten darstellen. Bei dieser Aufgabe soll sich der Studierende aus den 4 optionalen Aufgaben eine aussuchen und diese dann bearbeiten. Er kann hier über dieses Inhaltsverzeichnis navigieren. Er kann aber auch die Pfeile benutzen, oben und unten.
Ich bleibe jetzt einfach mal bei der ersten Frage, denn die erste Frage beinhaltet einen weiteren Inhaltstypen, das Documentation Tool, was wir auch sehr gerne einsetzen. Dieser Inhaltstyp eignet sich sehr gut, wenn kurze Fragen einfach beantwortet werden sollen. Auch hier gibt es ein Navigationsmenü. Sie sehen so einen Navigationsstrahl und dort kann ich mich durchklicken durch die Aufgaben und das zeigt Ihnen auch schon, dass die Beantwortung einer Aufgabe, einer Frage, keine Voraussetzung dafür ist, diese Aufgabe abzuschließen. Was auch sehr schön ist, dass ich direkt in der Oberfläche meine Eingaben tätigen kann. Ich demonstriere das jetzt einfach mal und so kann ich mich halt durchklicken. Und hier ganz unten komme ich zu einer Seite, bei der ich meine Antworten exportieren kann. Dazu klicke ich auf Dokument erstellen und jetzt wird mir eine Vorschau präsentiert, bei der man sieht, dass meine Eingaben, die ich gerade gemacht habe, direkt eingebettet ist in diese Vorschau zu der passenden Frage, zu dem Thema, was ich bearbeitet habe. Und nun kann der Studierende hingehen und entweder den kompletten Text markieren, das macht er über diese Schaltfläche. Das kann er sich dann kopieren und beispielsweise in Elias, in den Seiteneditor, einfügen. Oder er kann sich eine lokale Kopie erstellen, indem er auf diesen Button klickt und die Datei exportiert. Wenn er dann die Datei öffnet, öffnet sich ein Word-Dokument. Und hier kann er dann weitere Formatierungen vornehmen in der gewohnten Umgebung. Er kann Bilder hinzufügen und ja, das Portfolio so gestalten, wie er es gerne möchte. Und das kann er dann beispielsweise wieder als PDF-Datei abspeichern und in Elias hochladen. Zu guter Letzt möchte ich nochmal auf die zweite optionale Aufgabe eingehen, hier Assoziationsstern. Das ist nämlich ein schönes Beispiel dafür, dass wir auch die Interactive Presentation gut nutzen können. Die Interactive Presentation, der Inhaltstyp, eignet sich sehr gut, um Grafiken zu bearbeiten im H5P-Element selbst. Das kann ich hier ganz einfach demonstrieren. Ich kann jetzt hier in der Grafik etwas eintragen. Das Ganze kann ich jetzt mit meinen Änderungen exportieren. Das kann ich dann öffnen. Und ein PDF-Formular öffnet sich, wo meine Eingaben gespeichert sind. Das war's zum EOP-Begleitkurs und zum Portfolio. Und wir hoffen, dass wir Ihnen Anregungen geben konnten, Impulse. Und damit ist unsere Präsentation beendet. Vielen Dank für den Applaus. Und ich würde dann zur Fragerunde einleiten. Ah ja, da sind tatsächlich eine Frage gekommen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage richtig verstanden habe. Die Studierenden haben momentan noch keine Möglichkeit, selbst Dokumente hochzuladen über die H5P-Elemente. Das könnten Sie dann im Nachgang machen, im Elias-Seiteneditor beispielsweise. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Ansonsten sind ja die Aufgaben, die ins Portfolio kommen, ja auch im EOP-Begleitkurs vorgegeben. Also, sodass der Studierende halt weiß, okay, das muss ins Portfolio und das kann ich auch einfach optional bearbeiten. Ich hoffe, das beantwortet Ihre Frage. Und sozusagen, in welchem Format, in welcher Ausprägung, mit welchen Texten Sie die Portfolioaufgaben bearbeiten oder welchen Weg Sie wählen. Also, wir stellen ja auch unterschiedliche Wege zur Verfügung. Das können die Studierenden dann selber bestimmen. Bitte schön. Gibt es noch weitere Fragen? Ah, da ist noch mehr gekommen. Genau, oder sonst gerne auch die Hand heben, dann kann man sie auch laut stellen, dann können wir auch miteinander reden. Das macht es manchmal auch einfacher im digitalen Raum. Oder einfach den Chat füllen.
Wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann, ja, also Sie können gerne den Begleitkurs auch einmal selbst ausprobieren. Den Link haben Sie ja bekommen. Na, ich stelle ihn nochmal in den Chat. Und wenn Sie dann irgendwie Anregungen haben oder uns Feedback geben möchten, dann können Sie uns auch gerne anschreiben, wenn Sie meinen, da kann man noch was verbessern. Genau, und wenn Sie Interesse haben, unter der URL ohne den EOP-Begleitkurs digital/ können Sie auf unsere anderen Angebote zugreifen, auch zu den anderen Praxisphasen oder aber auch zu ganz anderen Themen. Vielen Dank, Heidi, für das Lob. Das freut uns total. Es ist immer wieder schön, wenn man so viel Arbeit reinsteckt, dass das dann auch ankommt. Dankeschön. Da kommen viele Applaushände. Das ist sehr schön. Dann wünsche ich allen einen schönen Abend. Ich glaube, der Tag war wahrscheinlich auch lang. Und vielen Dank nochmal fürs Lob. Viel Spaß noch auf der Future, auf dem Future Festival. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.